In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich mein Gehäuse, nämlich mein Fractal Design Define R6, umgerüstet habe auf Noctua-Lüfter. Das Gehäuse selbst kommt schon mit eingebauten Lüftern daher, die sind auch ziemlich leise. Trotzdem habe ich mich entschieden, umzurüsten. Warum ich das getan habe und welche Vorteile ich am Ende davon hatte, das erzähle ich euch nach dem Intro. Wie gesagt, hat das Fractal Design Define R6 schon 3 Lüfter mitgeliefert. 2 davon sind an der Vorderseite installiert und einer auf der Rückseite. Alle 3 installierten Lüfter sind sehr leise Lüfter, da gibt es also gar nichts zu meckern. Es gibt aber trotzdem 2 Dinge, die mich an den Lüftern stören. Zum einen werden die nur über DC gesteuert und nicht über PWM. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem erwähnenswert. Und das, was noch mehr stört, ist, dass jetzt schon 2 von 3 Lüftern komische Geräusche machen nach einigen Monaten Nutzungszeit. Der Kundenservice von Fractal Design ist sehr lobenswert, denn ich konnte dort einfach ein Ticket aufmachen, wenn die Lüfter geschliffen haben, und habe einen neuen bekommen. Ich habe meinen PC relativ leise gebaut, das heißt, jedes Geräusch, das irgendwie abnormal ist, höre ich sofort und nervt mich dann. Aber genug geredet, ich würde mal sagen, ich gebe euch eine Kostprobe von einem der Lüfter, der komische Geräusche macht. Los geht's, am besten Kopfhörer benutzen und es könnte ein bisschen lauter werden gleich. Ich denke, man hat den Unterschied deutlich hören können. Der Noctua-Lüfter läuft einfach gleichmäßig und der Fractal-Lüfter, ja, der hat so ein Schleifen oder irgend so ein komisches Geräusch. Vielleicht können die Experten unter euch mal sagen, ob das ein Schaden vom Kugellager ist oder was man da genau hört. Das Geräusch ist auch nochmal unterschiedlich stark wahrnehmbar, abhängig davon, in welchem Drehzahlbereich sich der Lüfter befindet. Die 3 Lüfter von Noctua, die ihr jetzt in diesem Video seht, die hat mir Noctua dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Umrüsten des Gehäuses. Wie gesagt, habe ich einen Lüfter auf der Rückseite verbaut und 2 auf der Vorderseite. Damit ich da vernünftig rankomme, habe ich erstmal den CPU-Kühler entfernt. Auch die Grafikkarte musste raus, denn sonst war kein Rankommen. Im Lieferumfang des Noctua-Kühlers sind solche Gumminoppen dabei. Die haben den großen Vorteil, dass ich damit keine Schrauben verwenden muss und damit der Lüfter vom Gehäuse entkoppelt ist. Zusätzlich sind die Noctua-Kühler an den Ecken gummiert, sodass auch hier nochmal eine Gummischicht zwischen Gehäuse und dem Lüftergehäuse sich befindet. Der Nachteil dieser Gummilaschen ist leider aber auch, dass ich meine Lüfter damit nicht in der Höhe fixieren kann. Mein PC-Gehäuse bietet mir die Möglichkeit, höhenverstellbar die Lüfter anzubringen. Wenn ich jetzt diese Gummilaschen benutze, dann sinken die immer ganz bis nach unten, die Lüfter. Im Fall des hinteren Lüfters ist das bei mir gar kein Problem, denn das soll ganz unten sein. Bei den vorderen Lüftern schauen wir uns das Ganze im Detail später nochmal an. Als ich den hinteren Lüfter eingebaut habe, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, diese Gummilaschen durchzuziehen. Das wäre tatsächlich aber gar nicht nötig gewesen. Einen kleinen Trick, wie man das einbaut, zeige ich euch dann, wenn wir vorne zu den Lüftern kommen. Der große CPU-Kühler, den ich verwendet habe, hat den Pin blockiert, auf dem ich den Lüfter anschließen kann. Ja, richtig blockiert hat er den nicht, aber die Sicht dorthin blockiert. Und bei den Noctua-Kühlern ist ein ganz kleines Kabel an den Lüftern und nochmal eine Verlängerung in der Verpackung dabei. Das hat den großen Vorteil, dass ich das Ganze modular verwenden kann. In diesem Fall hat es völlig ausgereicht, das kurze Kabel zu verwenden, und so habe ich mir dann schon wieder ein bisschen Kabelsalat im Gehäuse gespart. Diese mitgelieferten Gumminoppen werden normalerweise durch Gehäuse und Lüfter so durchgezogen, dass sie fixiert werden. Das kann unter Umständen ein bisschen Fummelei sein, und das war auch der Grund, warum ich überhaupt meine Grafikkarte und den CPU-Kühler ausgebaut hatte, damit ich vernünftig an diese Gumminuppis rankomme und daran ziehen kann. Als ich dann aber vorne die Lüfter eingebaut habe, habe ich gemerkt, das hätte ich viel schlauer lösen können. Schauen wir uns mal an, wie.
Ich habe festgestellt, dass wenn ich diese Gumminupsis einfach schon direkt einsetze in den Kühler, also schon einmal komplett durchziehe, bevor ich sie ins Gehäuse einbaue und dann vorsichtig in die Schlitze des Gehäuses einfädle, kann ich die viel einfacher einbauen. Man sieht also im Video gerade, dass die Gumminoppen bereits im Lüfter integriert sind und ich das Ganze nur noch ins Gehäuse einfädle. Klar, auch hier habe ich wie immer den Nachteil, dass die Höhenverstellbarkeit hier nicht gegeben ist, aber dem Problem nehmen wir uns gleich an. Blöderweise habe ich beim Einbau die Kameraposition recht ungünstig gewählt, sodass man nicht sehen kann, wie ich die Lüfter arretiert habe. Deshalb hier nochmal in der Nahaufnahme. Ich hatte so Plastiknupsis da, das waren glaube ich mal Regalhalter gewesen und habe da einfach mit Gewalt die Schraube durchgetrieben, die bei den anderen Lüftern dabei war. So habe ich quasi eine Arretierung hinbekommen und die Lüfter können nicht mehr nach unten durchrutschen. Das geht natürlich auch mit allen anderen Materialien, zum Beispiel einfach einer Schraube und einer Mutter, die das Ganze arretiert und die Lüfter damit nicht mehr nach unten durchrutschen können. Damit ich jetzt die vollen Vorteile der neuen Lüfter genießen kann, muss ich natürlich die Ansteuerungsmethode im Mainboard noch ändern. Die ganze Zeit wurden die Lüfter per DC angesteuert, das Ganze kann ich jetzt ändern auf PWM. Leider ist in dem Modus, wo mein UEFI an ist, auch gleichzeitig die Grafikkarte noch am Drehen und die dreht am lautesten, sodass ich mit den Ohren gerade gar nicht genau raushören kann, wie das Ganze performt. Meine aktuelle Lösung sieht so aus, da habe ich mal einen Screenshot gemacht. Das kann sich aber noch ändern, ich muss das die ganze Zeit noch ein bisschen beobachten, wie sich die Lüfterkurven halt verhalten, beziehungsweise ob damit effektiv gekühlt werden kann. Ich habe dazu den Open Hardware Monitor offen, der zeigt mir immer die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeiten an. Und wenn das in einem guten Verhältnis steht, würde ich das Ganze dann noch ein bisschen optimieren oder halt entsprechend so lassen, wenn das Ganze passt. Am Ende brauchen wir jetzt noch ein Fazit. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Immerhin kostet ein einzelner Noctua-Lüfter um die 20 Euro. Und ich persönlich würde sagen, ja, für mich hat sich das Ganze gelohnt, aber nicht, weil die Noctua-Lüfter leiser sind bei gleicher Drehzahl im Vergleich zu den Fractal Design-Lüftern, sondern weil ich die einfach viel präziser über PWM ansteuern kann. Und mein Nutzungsszenario ist halt, dass ich meinen PC meistens wie ein Office-PC verwende. Und nur bei Videoschnitt brauche ich die volle Leistung, beziehungsweise beim Rendern der Videos. Ab dann wird die Leistung eben interessant und erst dann gehen auch die Temperaturen hoch und die Lüfter müssen hochdrehen. Ich habe jetzt also definitiv einen leiseren PC bekommen. Diese ganzen Schleifgeräusche sind auch weg, die ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Ich bin also für meinen Teil rundum zufrieden mit dem Upgrade. Ich weiß, dass PC zusammenbauen und solche Optimierungen sehr kontrovers diskutiert werden und genau dafür habt ihr ja die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, was man hätte noch besser machen können oder wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dann gerne damit in die Kommentare.